6 Uhr Tagwache. Ist nicht unbedingt meine Zeit. Aber was tut man denn nicht alles, um an einen Ort zu kommen, wo Mädels normalerweise nicht hinkommen? Zur Stellung. Und was die Jungs da drin genau treiben, das schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen im Stellungshaus Graz. Wenn irgendwer einen ärztlichen Befund für mich hat, alle ausrechnen. Weißt du, was du heute hier machst? Ja, mehr oder weniger haufenweise Tests. Warum bist du heute eigentlich da? Ja, weil Stellungstermin ist. Und wie hast du davon erfahren? Durch ein Schreiben des Militärkommandos. Was verpasst du jetzt an Holzhaus? Nicht viel, ich brauche nicht arbeiten gern. Warum stehst du jetzt da vor dieser Tür? Zum Blut abnehmen. Schon Angst? Nein. Pass auf. Du hast jetzt da 2 Gefäße bekommen. Für was ist das? Ich habe keine Ahnung. Es gibt diese Shorts in grün und in rot. Warum? Montags haben wir grüne Hosen, Montag, Mittwoch und am Dienstag, Donnerstag sind rote Hosen, damit wir die Leute auseinander kennen. Trainern haben sie halt geschaut, wie groß ich bin, wie schwer und mein Lungenvolumen. Einander, 1,60 und alles ausatmen. Bist du zufrieden mit deinem Gewicht? 2-3 Kilo könnten es weniger sein, aber so geht's schon. Du hast jetzt ein bisschen längere Haare, muss man sie dir jetzt abschneiden? Ja, nachher, wenn ich vielleicht zum Bundesheer komme. Also heute nicht? Nein, heute nicht noch. Zum Umziehen haben die Jungs hier einen eigenen Spind zur Verfügung und zum Übernachten gibt es auch ein eigenes Bett, da die Stellung ja 2 Tage dauert. Was ist so dein Wunsch? Gibt es schon eine Richtung, Waffengattung? Ich werde Zivildienst machen. Also ich bin nicht der Waffenmensch. Ich würde gern Kraftfahrer werden. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht Jagdkommando oder sowas. Ich möchte einfach nur nach Straß kommen, weil das gleich in der Nähe ist. Hinter dieser Tür befindet sich unsere nächste Station. Was wird da jetzt passieren? Hast du eine Ahnung? Ich war noch nicht drin, ich weiß es nicht. Weißt du genau, was da untersucht wird? Nicht genau. Wir gehen jetzt einfach einmal mit dir mit und schauen, was sich dahinter verbirgt. Okay? Stopp, bitte hier keine Kamera. Hier ist die ärztliche Untersuchung. Was genau passiert denn hinter dieser Tür? Ja, wir sind einfach nur untersucht worden. Es werden Fragen über Krankheiten in der Familie oder andere chronische Krankheit, was man selber hat, gestellt. Jawohl, komm. Komm. 6, 9, 3, 2, 6. Gibst du richtig was deine Brille? Was hast du gedacht jetzt während den letzten paar Sekunden? Ja, also ich glaube, ich fliege. Moral. Das ist anstrengend geworden. Aber du hast es geschafft. Ich hoffe es. Zufrieden? Ja. Und jetzt kommt was dran? Der Psychotest. Angst? Nein. Was kann passieren? Ja, das weiß ich nicht. Das werde ich dann sein. Waren die Fragen schwierig? Nein, eigentlich nicht. Ich bin HTL-Schüler, deswegen habe ich mir bei den Darstellungsraumdarstellungen ziemlich leicht dann, aber ansonsten auch bei den Logikaufgaben, deswegen war das ganz okay. Ja, sie haben uns eine Frage gestellt am Computer und die haben wir wahrheitsgemäß beantworten müssen. Hast du geschummelt? Wie kann man da schummeln? Eine Station ist gerade was gewesen bei dir? War gut bei der Psychologin. Was passiert da? Ja, man kriegt Fragen gestellt bezüglich zum Beispiel Hobbys oder was man machen will, Bundesheer oder Zivildienst. Und was Probleme gibt zurzeit, also nichts Schlimmes. Also die roten Shorts hast du nicht mehr an, du hast deine Zivilkleidung an. Warum? Ja, wir sind jetzt mit allem fertig und jetzt geht es nur mal zur Analyse, also wie tauglich wir sind und ob wir tauglich sind. So, da, was ist es geworden? Tauglich. Glücklich? Ja, das schon. Und das ermöglicht mir jetzt, dass ich ins Heeresportzentrum kommen kann. Nein, ich bin untauglich. Ja, ich darf im März nochmal kommen. Wie geht's jetzt weiter bei dir?
jetzt geht es zur Wehrdienstberatung. So, der Tag ist so gut wie vorüber. Wie ist er gegangen? Ja, eigentlich eh ganz gut, muss ich sagen. Ja, mal was ganz was anderes. Einmal durchchecken lassen. Ja, es ist alles recht flott, aber ganz schnell. Ja, eigentlich, also es war nicht schlimm, es hat schon gepasst. Was mich aber noch brennend interessiert, ist der psychologische Test und den mache ich jetzt. Doch die Fragen, die bleiben mein Geheimnis.